Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Addon Watch. Es dreht sich heute alles um OPI, ein Addon, was euch im Grunde per Shortcut die Möglichkeit gibt, schnell Zugriff auf Fähigkeiten zu haben. Wie das Ganze aussieht, das werde ich euch jetzt zeigen und danach erklären, wie ihr sowas selber basteln könnt. Also einmal zu Demonstrationszwecken, hier ist mein Mauscursor und wenn ich jetzt beispielsweise STRG T drücke, eine Tastenkombination, die ich vorher selbst ausgewählt habe, könnt ihr dann sehen, dass ich die RAID-Markierungen um meine Maus habe und ich könnte jetzt, indem ich hier einfach mit der Maus im Kreis rumwandere über die Symbole, 1 auswählen. Sobald ich dann meine Tastenkombination loslasse, würde diese RAID-Markierung auf das Ziel gesetzt werden. Genau, ich habe noch nichts anvisiert, deswegen gibt es auch keine Raid-Markierung. Das Ganze funktioniert übrigens auch als World-Marker beispielsweise. Hier sind dann die World-Marker, die ihr ja in der Welt irgendwo platzieren könnt. Das würde dann hier funktionieren, allerdings bin ich jetzt nicht im Schlachtzug, daher kann ich euch das nicht zeigen. Ich nehme mich deshalb mal kurz ins Target und dann kann ich euch nochmal mit der T-Kombination zeigen, dass ich jetzt zum Beispiel ein Dreieck über dem Kopf habe oder ganz schnell einen Totenkopf. Und so kann man das Ganze halt ziemlich schnell handhaben, diese Markierungen. Ja, wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr habt zwei Möglichkeiten, in die Option zu kommen. Wie immer der Weg über, oder wie so oft der Weg über Interface, Addons und dann habt ihr hier OPI. Oder alternativ eben auch einfach slash OPI eingeben und dann seid ihr auch in den Optionen. Dort angekommen würde ich euch empfehlen, auf der ersten Seite nicht allzu viel zu verstellen, es sei denn, ihr wollt unbedingt ausprobieren. Das Interessante befindet sich nämlich im Untermenü. Könnt ihr verschiedene Profile anlegen und ja, das Wichtige ist halt verschiedene Ringe anlegen. Es gibt einige Standardeinstellungen, wie zum Beispiel das Minimap-Tracking, Quest-Items, Raid-Target, Raid World Marker und Trade Scale. Also die habt ihr standardmäßig. Ihr könnt dann die Tastenkombination, die ihr dazu haben wollt, hier ändern. Diese sind jetzt nicht unbedingt optimal, die sind jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Ihr solltet natürlich eine Kombination wählen, die ihr auch mit einer Hand erreichen könnt, sonst macht dieser ganze Schnellzugriff keinen Sinn, wenn ihr zum Schnellzugreifen zwei Hände braucht. Ja, daher zeige ich euch jetzt eben nochmal STRG F, ist dann das Tracking. Da seht ihr zum Beispiel sehr viele Symbole. Und das ist im Grunde das, was euch in der Minimap angezeigt werden kann. Wir können ja jetzt zum Beispiel mal den Briefkasten auswählen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dazu bin ich, glaube ich, einfach zu weit weg von dem nächstgelegenen Briefkasten. Aber er würde mir den jetzt eben anzeigen oder eben den Schmied, solche Sachen. Und die deaktiviere ich eben auch wieder. Ihr seht, sie leuchten jetzt stärker. Der Briefkasten, also der Brief hat auch gerade eben stärker geleuchtet. Das bedeutet eben, diese sind gerade sichtbar. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Schmied, auf den Amboss drücke, dann ist das Ganze wieder weg. Ja, so seht ihr eben, was ihr suchen könnt. Gut, wir wollen jetzt allerdings mal schauen. Trade Skills gibt es auch, STRG E. Da könnt ihr eben dann sofort schnell Zugriff auf eure Berufe haben, primär und sekundär. Ja, Quest Items. Ja, da habe ich nur ein Quest-Item gerade dabei. Ja, und das war's dann ja. Gut, wir wollen jetzt aber selbst einen Ring erstellen. Dazu gehen wir einfach auf Create a New Ring, geben dem Kind einen Namen. Wir versuchen es jetzt mal mit Mounts als Beispiel, weil das ist eben etwas, was gerne genutzt wird, aber nicht in den Standardeinstellungen vorhanden ist. Deswegen zeige ich euch einfach mal, wie das hier jetzt funktioniert. Auswählen können wir eben für alle Charaktere, für alle Priester-Charaktere oder nur für den einen Char, auf dem ihr es gerade macht. Dann müssen wir das Binding festlegen. Wir machen jetzt mal STRG Q. Ring Rotation ist eigentlich nicht so wichtig. Height des Rings ist auch nicht so wichtig. Interessant wird es dann hier Add a New Slice. Das bedeutet eben, dass wir da neue Spells hinzufügen wollen. Hier haben wir jetzt alle unsere Fähigkeiten. Ihr könntet zum Beispiel auch einen Ring erstellen mit allen Gildenboni, die es so gibt, also dann die Mobile Bank nehmen, Massenwiederbelebung, den Gildenherold beispielsweise und was ihr da noch alles reinhaben wollt, könnte man dann auch machen. Da seht ihr dann eben, habt ihr auch eure normalen Spells, die ihr so dann habt. Ihr habt dann Items, die ihr gerade in der Tasche habt, könnt ihr natürlich auch per Schnellzugriff auswählen. Hier sind die Mounts, da kommen wir gleich zu. Makros könnt ihr auch auswählen. Equip Sets kann man machen, Raid Marker haben wir gerade.
Ja, da könnt ihr schnell Zugriff auf Add-ons haben, also auf die Option. Ja, wir wollen jetzt allerdings zu den Mounts und dann fange ich mal von unten nach oben an. Was wir drin haben möchten, müssen wir jetzt quasi auswählen. Ich möchte den Zwielichtboten, Doppelklick mit links drauf und dann seht ihr hier, in dieser Reihe erscheint dann, was quasi im Ring auftauchen wird. Dann nehme ich nochmal eine Rakete, den verderbten Feuerfalken, das schwarze Kriegsmammut. Was haben wir noch? Den Sandsteindrachen Kaiserquilen. Großes schwarzes Mammut von mir aus noch. Fossilen Raptor. Drache der Chopper. So, jetzt haben wir ziemlich viel ausgewählt. Das einzig Blöde ist eben, wenn ich jetzt mein Hexer-Mount mit in den Ring machen möchte, weil ich das ja für alle Chars haben will, diesen Ring. Müsste ich jetzt eben erst auf meinen Hexer loggen, damit ich überhaupt Zugriff darauf habe, weil hier taucht das Hexer-Mount nämlich nicht auf, wenn ich auf Rofilas bin. Dazu müsste ich eben auf meinen Hexenmeister gehen. Das ist so ein bisschen umständlich, finde ich. Er könnte hier, ja gut, vielleicht haben sie darauf keinen Zugriff, aber man sollte hier schon so einen Zugriff haben, dass es alle Mounts sind, die man überhaupt auf dem Account hat. Weil, wie gesagt, ich müsste jetzt für meinen Hexer entweder noch einen einzelnen Ring erstellen oder ich müsste diesen löschen, auf meinen Hexer loggen und dort einen allgemeinen für alle Chars einen Ring erstellen, wo eben auch das Hexer-Mount drin ist. Ja, gut. Wir haben das soweit fertig. Wir haben den Shortcut angegeben, also Steuerung Q war der. Wir haben hier alle Pets, Mounts ausgewählt und jetzt drücken wir Steuerung Q. Und es passiert nichts. Das hatte ich gerade eben auch schon mal. Ihr müsst also oft nochmal, wenn ihr das fertig gemacht habt, nochmal rein. Und jetzt ist es nämlich Steuerung R, was ich nicht angegeben habe. Aber ihr solltet das, diese Keybinds solltet ihr auf jeden Fall über dieses Fenster hier machen. Da ich das schon, jetzt schon öfter das Problem hatte, wenn ich das hier rüber mache, dass es dann einfach ja, nicht funktioniert. Vielleicht ist das auch eine andere Option. Also wie gesagt, die Bindings solltet ihr wirklich übers Binding-Fenster machen. Und da ist es jetzt Steuerung R. Und wenn wir es jetzt ausprobieren, dann sehen wir meine Mounts. Ja. Setzen wir mal auf. Wieder da hoch. Ja, und ihr seht eben, dass wir da ziemlich schnell zugreifen können und auf verschiedene Mounts aufsitzen können. Das hat jetzt etwas gedauert, ein kleiner Lag. Kann eben daran liegen, dass heute der Patch aufgespielt wurde. Kommt ja immer mal zu kleineren Problemen und Verzögerungen und Lags. Aber ja, im Großen und Ganzen war es das dann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es folgen ziemlich bald weitere Aaron Watches und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.